Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Tatort, dein Verlust, fügt der langen Geschichte des Sonntagskrimis eine bemerkenswert intensive Episode hinzu. Unter der Regie von Katharina Mückstein, die das Drehbuch von Thomas Christian Eichtinger und Samuel R. Schultschik zum Leben erweckt, entfaltet sich eine Geschichte, die sowohl die dunklen Gassen Wiens als auch die inneren Abgründe ihrer Protagonisten beleuchtet. Dieser Tatort, der vom 20. Februar bis zum 20. März 2023 gedreht wurde, besticht durch seine dichte Atmosphäre und einen Plot, der sich geschickt zwischen persönlicher Krise und professioneller Ermittlungsarbeit bewegt. Im Zentrum steht Oberstleutnant Moritz Eisner, gespielt von Harald Krasnitzer, dessen 60. Geburtstagsfeier unerwartet zum Ausgangspunkt einer dramatischen Verkettung von Ereignissen wird. Sein Partner Major Bibi Fellner, dargestellt von Adele Neuhauser, steht ihm in dieser schweren Zeit zur Seite, trotz der Verwirrung und Entfremdung, die sich zwischen ihnen auftut. Ihr Zusammenspiel, getragen von gegenseitigem Vertrauen und tiefer Verbundenheit, bildet das emotionale Herzstück des Films. Die Regiearbeit von Mückstein verdient besondere Anerkennung für ihre Fähigkeit, die nächtliche Wiener Szenerie in eine fast noirhaft anmutende Kulisse zu verwandeln, die perfekt zur Stimmung der Erzählung passt. Michael Schindeggers Kameraarbeit unterstützt diese Atmosphäre mit Bildern, die zwischen intimer Nähe und beunruhigender Entfremdung oszillieren und schafft so eine visuelle Ebene, die den Zuschauer tief in die Geschichte hineinzieht. Die Musik von Karwan Maruf und die sorgfältige Tonarbeit von Teda Schifferdecker ergänzen die bildliche Erzählung um eine akustische Dimension, die die Spannung unterstreicht und emotional berührt. Die Schauspielleistungen, insbesondere die von Krasnitzer und Neuhauser, tragen den Film mit einer Intensität und Glaubwürdigkeit, die das Publikum von Anfang bis Ende fesseln. Was Tatort dein Verlust jedoch besonders macht, ist die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen, die sich nicht nur auf die Aufklärung eines Verbrechens konzentriert, sondern auch auf die menschlichen Beziehungen, die unter extremen Bedingungen auf die Probe gestellt werden. Die Charakterentwicklung, insbesondere die von Eisner, der durch die Ereignisse gezwungen wird, sich mit seinen eigenen Schwächen und Unsicherheiten auseinanderzusetzen, bietet einen tiefen Einblick in die Psyche des Ermittlers. Obwohl Tatort, dein Verlust, im Gesamtbild der Tatortreihe vielleicht nicht als revolutionär gilt, stellt er doch eine solide und eindringliche Erzählung dar, die dank der Regie, der schauspielerischen Leistung und der technischen Umsetzung überzeugt. Als ein Werk, das am 10. März 2024 sein Publikum erreicht, bietet es eine fesselnde Erfahrung, die nicht nur Krimi-Fans ansprechen dürfte. Mit seiner Verfügbarkeit in der ARD-Mediathek unmittelbar nach der Ausstrahlung ist dieser Tatort ein Must-Watch für alle, die tiefgründige Geschichten mit starken Charakteren und atmosphärischer Dichte zu schätzen wissen. Seid dabei, wenn Moritz Eisner und Bibi Fellner in den Tiefen Wiens ermitteln, exklusiv im Ersten und anschließend in der ARD-Mediathek. Bleibt dran für mehr Updates und hinterlasst uns eure Gedanken und Theorien zum Fall in den Kommentaren.